darf ich auch alle recht herzlich begrüßen am Livestream. Schön, dass ihr zugeschaltet seid. Und ja, der Johannes Justus, der Bruder von Daniel Justus, er wird heute für uns predigen. Vielen Dank. Ja, schön, dass ihr mich seht, schön, dass ich euch sehe. Jetzt kann ich noch mehr Leute sehen. Bei euch ist nicht so viel Licht wie bei uns. Ich hoffe, man hört mich. Der Rauschebart führt meistens dazu, dass es rauscht. Ja, ich komme aus Buchholz und ich wünsche euch schöne Grüße aus Buchholz in der Nordheide, kurz vor Hamburg. Und mein Bruder Daniel hat mir gesagt, ich soll mich so ein bisschen vorstellen. Ich merke, das ist immer noch wackelig, soll ich lieber ein Handmikrofon nehmen? Irin ist ja bekanntlich männlich. Ist sinnvoll, ne? So, sagenhaft, hört man mich jetzt? Ah, mein wunderschöner Tenor. Ja, also jetzt ist es wirklich laut, ne? Wir kriegen es hin. Gut, jetzt hört er mich besser, ne? Okay, ich bin Johannes Justus, bin 35 Jahre alt und der Bruder von Daniel Justus, den kennt ihr. Ihr seht sofort, ich bin der Schönste aus der Familie. Da ist bei Daniel nicht viel hängen geblieben. Euer Lachen, ja, ich weiß, Amen, Halleluja, ich habe recht. Daniel, also Operation, Österreich ist nicht weit, also wir kriegen es noch hin. Daniel sagte, bevor ich anfange zu predigen und bevor ich erzähle so ein bisschen, was soll ich mich vorstellen. Also ich bin Pastor, habe Theologie studiert, aber eine Sache, die ich gemacht habe, bevor ich Theologie studiert habe, die will ich euch heute erzählen. Aber bevor ich dahin komme, will ich heute mit euch das Predigtthema verraten. Es geht um Erlösung. So, jetzt einmal mein rechtes Ohr ziehen. Genau. Und noch einmal. Super. Bevor ich nämlich Pastor wurde, hatte ich den Traumberuf meines Lebens. Ich war Bademeister. Ich habe es geliebt, im Schwimmbad zu sein. Das war echt so mein Hobby, meine Arbeit. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich habe abends immer, wenn die Leute weg waren, habe ich den Grill ans Wasser gezogen. Ein Kollege hat immer ein Bier aufgemacht und wir haben am Beckenrand dann gegrillt, dann Currywurst oder was ich was. Wir haben immer Thüringer gegessen, Original Thüringer. Und dann die Füße ins Wasser. Es war mega. Und manchmal war das so, dass ich im Sommer Doppelschichten fahren musste. Das heißt, sich eigentlich gar nicht gelohnt, nach Hause zu fahren. Deswegen habe ich einfach im Schwimmbad übernachtet. Und in dem Schwimmbad habe ich halt häufig übernachtet. Wir haben Doppelschichten gemacht. Und wenn ihr mal guckt, da hinten bei der Rutsche, links da oben, in dem Häuschen habe ich meistens übernachtet. Weil es hat einfach keinen Sinn gehabt, nach Hannover zu fahren. Ich habe damals in Hannover gewohnt. Und deswegen habe ich dort häufig geschlafen. Das andere, warum ich dort geschlafen habe, ihr seht oben rechts, da ist ein 5-Meter-Turm. Und das Problem ist, wenn wir Schützenfest hatten, kamen die Leute immer, wenn die Hacke stramm waren, wenn die besoffen waren, dann sind die nachts immer, ja, wir müssen nur baden gehen. Wer von euch kennt das, nachts ins Schwimmbad einbrechen? Halleluja, ich habe die Hände gesehen, Halleluja, sehr, Gott segne euch, die Hände gesehen. Viele Leute, wenn die erstmal einen Tee haben, gehen die nachts baden. Aber bei uns im Buchholz war das damals nicht, sondern in Peine, da wo ich gearbeitet habe, war das so, wenn du erstmal schön Hacke stramm warst und im Schwimmbad warst, dann reicht es ja nicht, wenn du nur irgendwie nackig da badest, sondern du musst die Mülleimer ins Wasser schmeißen. Das ist Challenge. Der Bademeister muss am nächsten Tag den Müll raussuchen. Das soll eben schön auslachen. Haha, Bademeister, Mülltauchen und so. Aber wenn du das geschafft hast, dann machst du das Nächste. Und da habe ich sie immer gepackt. Nackt vom Fünfer springen. So erwischst du sie alle, weil da schläfst du. Ich habe meistens mich hingelegt, nachts war es heiß, Fenster ein bisschen auf. Und dann hörst du gar nichts auf einmal. Mitternacht, platsch. Du weißt, okay, Nacktbader. Und an dem Tag, an dem Wochenende, es war ein Samstag auf Sonntag, da habe ich da geschlafen. Am Freitag gab es schon Randale und Sonntag habe ich gesagt, okay, schläfst du noch näher am Fenster? Und höre mitten in der Nacht wieder einen Platscher. Ich, eine MacLight, eine lange Taschenlampe, vielleicht kennt ihr das hier im Süden. Die Taschenlampe ist nicht nur gut zum Leuchten, sondern man kann sie auch als Meinungsverstärker nutzen, um Leute zu motivieren, um das mal nett zu sagen. Ich bin hingelaufen, bin ortskundig, laufe dorthin und ich sehe einen Nackten, der mich sieht. Ich leuchte ihn ins Gesicht und auf die anderen Sachen und er packt sich seine Wäsche und rennt wie ein Bekloppter los und beim Laufen verliert er die Hälfte seiner Wäsche und läuft und läuft und läuft und dann, Gott sei Dank, ein Igel. Der Mann tritt auf den Igel, nackt, rutscht aus, der schreit, der Igel ist platt, also Tierschützer unter uns, tut mir leid. Aber der Igel war mein Freund, weil ich habe ihn packen können, sonst der hatte so lange schlaksige Beine. Das hat nicht funktioniert, aber da hatte ich ihn gepackt und ihn zu Boden gerungen. Nackig, ein Mann zu Boden ringen. Na, das ist eine andere Geschichte, erzähle ich euch mal unter vier Augen oder beim Bier. Und als ich ihn dann hatte,
guckt er mich an und sagt, Johannes. Ich dachte, der kennt mich. Ein ortsüblicher Politiker. Und er sagt zu mir, Junge, bitte ruf die Polizei wegen Wahl und so, ich will Bürgermeister und so. Naja, lange Rede. Ich habe am nächsten Tag, ich habe nichts gesagt, habe am nächsten Tag einen Präsentkorb gehabt und hatte 3 Tage Gutscheine für Currywurst Pommes. Ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn du nackt baden kommst, kriegst du das auch billiger. Worüber möchte ich heute mit euch reden? Der Mann läuft. Wer von uns im Alltag läuft? Wen sehen wir denn laufen im Alltag? Wenn ich darüber nachdenke, wann laufe ich? Ich laufe zum Kühlschrank und ich laufe zur Toilette. Wann laufe ich denn sonst noch? Wenn ich überlege, mein Vater, wann ist der mal gelaufen? Ich erinnere mich, mein Vater ist einmal gelaufen, als meine Schwester sich verletzt hat. Da sah ich meinen Vater laufen. Und ich will mit euch heute darüber sprechen, über den Bereich Laufen und Erlösung. Wie hängt das alles zusammen? Und deswegen nehme ich euch einen Text rein, der sehr interessant ist. Die meisten von euch kennen ihn aus einer ganz anderen Perspektive, aber ich möchte heute mit euch über Erlösung sprechen, in diesem Zusammenhang. Wir sind in Genesis 18 und da lesen wir Folgendes. Und der Herr erschien ihm beim Terminiten Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen 3 Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen von Eingang seines Zeltes und beugte sich zur Erde nieder. Die meisten von euch kennen das, die Geschichte, wo Abraham frisch beschnitten, in Versen davor lesen wir das, der Mann ist frisch beschnitten, 99 Jahre alt und hängt wohl höchstwahrscheinlich halbnackig draußen, um sich an der Sonne so ein bisschen zu trocknen. Und interessant ist, dass wir hier sehen, das ist eine Patriarchengeschichte, hier gibt es eine Zeitangabe, als der Tag am heißesten war. Und das ist ein Schlüsselwort. Normalerweise sehen wir bei Geschichten von den Erzvätern keine Zeitangabe, hier aber schon. Und es hängt damit zusammen, dass normalerweise diese Zeit ist, wo man zur Ruhe kommt oder wenn man abgehauen ist von wo, wegläuft, weil dich da keiner verfolgt. Weil es so heiß ist, dass dir keiner hinterherläuft, weil du weißt, wenn du in der Wüste bist und die Hitze knallt, dann stirbst du. Das heißt, wenn du abhauen willst, dann machst du es mitten am Tag in der Wüste, wo es knüppelheiß ist, weil deine Verfolger kriegen dich nicht. Und das ist der Schlüsselpunkt. Wir haben hier Menschen, die unterwegs sind, die wirklich in der Hitze des Tages unterwegs sind. Und die treffen einen 99-jährigen Mann, der frisch beschnitten ist, alt ist und vorne an seinem Zelt sitzt. Und als er sie 3 Männer ihm gegenüber, als er sie sah, eilt er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes und beugt sich nieder. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier im Schwabenländle ist, ob ihr Fremden entgegenläuft, euch niederbeugt. Wenn ein Fremder kommt, dann läufst du hin und beugst dich nieder und kommst dahin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in Hamburg sagt man, hier weg mit den Viechers. Da willst du keinen haben. Ich habe doch genug, ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns 4. Aber hier ist es ganz anders. Der Mann läuft auf einmal los, er beugt sich zur Erde nieder und das Wort eilte kommt hier vor. Wenn wir weiterlesen, und er sprach, mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinen Knechten. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum. So will ich ein bisschen Brot bringen, das euer Herz stärkt. Danach möget ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knechten vorbeigekommen. Sie sprachen, tu, was du gesagt hast. Sie klopfen nicht, sie sagen nichts, aber indem, dass sie da erstmal hinkommen und stehen bleiben, weiß jeder in der Antike, das ist das Anklopfen. Abraham geht weiter, er sagt, okay, kommt her, ich bin Gastfreundschaft, ihr könnt bei mir ins Haus reinkommen, ich mache euch was zu essen, ich mache euch was zu trinken, setzt euch nach draußen, chillt so ein bisschen, entspannt euch. Er will ihm die Füße waschen, er ist umsorgt, er ist sehr gastfreundlich. Spätestens hier weiß ich, dass er nicht aus Hamburg kommen kann. Und die Geschichte geht weiter. Abraham übertreibt richtig. Wenn man jetzt mal überlegt, was der macht, der Mann, dann merkt man, wie der übertreibt. Und Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach, nimm rasch 3 Maß Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern, schon wieder am Laufen der Mann, und holt ein zartes und gutes Kalb und gab es den Knechten. Der eilt schon wieder schnell laufen, Ratz, Razim im Hebräischen, und bereitete es und zu. Also schnell am Zubereiten, schnell am Laufen, schnell am Machen. Und er trug Butter und Milch auf vor dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen.
Der macht es schnell, der kümmert sich und so weiter. Bibelleser wissen, der vergisst sogar die ganzen Koschergebote. Auf einmal nimmt er Fleisch und Milch zusammen. Ganz egal, es sind Gäste da. Man vergisst die ganze Religiosität. Man macht einfach. Zweimal das Wort schnell, zweimal das Wort rennen. Abraham ist in Eile. Aber was hat das mit Erlösung zu tun? Was hat das mit Erlösung zu tun? Die Aufgabe eines Patriarchen ist es, ein Hausvater zu sein. In Deutschland haben wir ein Wort, das heißt Familie. In der Antike gibt es das Wort Familie nicht. Das Wort Familie kommt in der Bibel nicht einmal vor, weder im Griechischen noch im Hebräischen. Das Wort Familie ist im 18. Jahrhundert in Frankreich entwickelt worden. Dort gab es damals einen Hausvater, ein Hausrecht der Patriarchen, und dann gab es die Leute, die wurden eingeladen an einer Feuerstelle. Und die Leute, die um eine Feuerstelle saßen, die waren Familie, die waren das Haus, alle, die an eine Feuerstelle passten. Und das Ziel ist es, Menschen zu holen, Leute, die unterwegs sind, die sind am Mitten des Tages unterwegs in der Hitze, das heißt, die sind wohl weggelaufen, die haben wohl keine Heimat, weil heimatlose Leute, da reist man ja nicht einfach so. Das heißt, diese Leute, die unterwegs sind, sind heimatlos. Und Abrahams Aufgabe ist Erlösung, heißt Rückführung ins Vaterhaus. Man macht alles, dass du nicht mehr rumläufst, dass du rumstreunerst, dass du kein Haus hast, keine Feuerstelle, keine Familie, wenn man so will, sondern dass du einen Ort hast, wo du rasten kannst, wo du essen kannst, wo du was bekommen kannst, wo du alles bekommst, was dir zusteht. Und das nennt man im Hebräischen Gerechtigkeit, Tzedaka. Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt Gutes tun im Verborgenen, dass es nur Gott sieht. Deswegen fängt Sarah an, heimlich was zubereiten. Abraham läuft, macht schnell das Kalb fertig. Die Gäste sehen gar nichts. Es muss heimlich geschehen, weil das Gute machst du heimlich. Weil wenn ich das Gute laut mache und groß mache, dann mache ich es ja für mich selber. Sokrates wurde mal angesprochen. Da gab es seinen Kamerad, der war sehr demütig. Sag mal, so heute sagt man ja in Pfingstkreisen, in Sachen Demut kann mir keiner was vormachen. Und der Mann von Sokrates Schüler lief immer rum in Lumpengewändern, um seine Hochmut zu degradieren. Und die Lumpengewänder wurden immer gammliger und gammliger. Und Sokrates sagte einmal, ich kann dir Hochmut durch die Löcher deines Gewandes sehen. Weil manche Leute machen extra alles groß. Ich bin so demütig, sieh, wie demütig ich bin. Guck, wie hochmütig, wie heimlich ich mache und alles. Versteht ihr, was ich meine? Viele Christen, leider, ich weiß, in Sigmaringen gibt es das nicht, das ist ausgestorben bei euch, seid durchgeheiligt. Im Norden ist das ein bisschen anders. Aber viele Christen wollen gesehen werden. Erlösung geschieht aber heimlich im Verborgenen, dass es nur Gott sieht. Weil dann ist es erst Gerechtigkeit. Und das Interessante ist, bei der Erlösung geht es darum, dass du, wenn du in das Haus kommst, wenn wir jetzt, stellt euch vor, wir sind jetzt die Streuner in der Wüste. Und jetzt kommen wir zu Abraham. Und der macht uns nichts zu essen. Er gibt uns nichts zu trinken. Er gibt uns keinen Schatten. Wir gehen weit und wir sterben auf dem halben Weg. Dann sehen die Leute und sagen, ah ja, der ist doch bei Abraham vorbeigekommen. Der hat sich nicht drum gekümmert. Der ist verreckt in der Wüste. Das will doch keiner hören. Das Zweite ist aber, wenn du ein Streuner bist, suchst du einen Ort, wo du dich hinlegen kannst, einen Ort, wo du was zu essen bekommst. Ein Vaterhaus. Was tust du dafür? Du gibst dein Leben dafür auf. Du kommst rein in das Vaterhaus, du kriegst Obdach und was zu essen. Dafür gibst du aber ab deinen Willen, weil er gibt dir dann Aufgaben, die du machen musst. Er ist verantwortlich für dich, dass du nicht stirbst, dass du nicht krank bist, weil der Vater ist auf einmal verantwortlich, nicht mehr ich, sondern er. Er ist verantwortlich für die Versorgung, für deine neue Sippe. Wir tauschen, wenn wir ins Vaterland kommen, ins Vaterhaus kommen, tauschen wir unseren Willen, unsere Verantwortung, alles ab, deine menschlichen Lüste, das gibst du alles ab, weil du weißt, der Vater kümmert sich darum. Essen, weiß er. Schlafen, kümmert er sich drum. Du gibst aber dafür deine Arbeitskraft. Und ich will dir sagen, wenn du erlöst bist und Christus kennengelernt hast, dann nimm dir deine Schuld, deine Lasten, deine Sorgen, das Problem mit der Ernährung. Wenn du weißt, ich weiß nicht, wo soll ich das? Nimmt Christus alles. Was du ihm dafür gibst, ist deine Arbeit. Weil du sagst, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Auf einmal geht es nicht mehr um ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier, sondern sagst, ich gebe meinen Willen dahin für dich. Spätestens jetzt
wissen wir, dass wir in Sigmaringen sind. Ihr lebt das doch schon alle, oder? Höre ich ein Halleluja, ein Amen? So. Aber eine Sache in der Geschichte, wenn wir nochmal nachlesen. Sarah nimmt heimlich 3 Maß Mehl und bereitet dieses Mehl, 3 Maß Mehl heimlich zu. Kalb schlachten, Milch holen, dies, das. Die hat bestimmt keinen Thermomix gehabt. So schnell Brot backen geht ja wohl nicht. Ich verkaufe keinen Thermomix, nur nebenbei. Wie viel ist denn 3 Maß Mehl? Bei der Vorbereitung habe ich gedacht, wie viel ist denn 3 Maß Mehl? Was muss denn die Frau gemacht haben? Weil die waren danach, das später hat sich herausgestellt in der Geschichte, dass es Gott selber war, der dort war. Aber Abraham wurde auf einmal ganz anders angesprochen. Auf einmal kriegt er das zugeteilt, weil das, diese Prüfung war klar. Er war Gastfreundschaft, hat er gelebt, er hat Erlösung gelebt, er hat Fremde geholt und ihnen ein Haus gegeben. Und der Schlüsselvers ist 3 Maß Mehl. Daniel hat mir geholfen, 3 Maß Mehl zusammenzutragen. Drei Maß Mehl sind 39 Kilo Mehl. Und das macht Sarah heimlich im Zelt, dass es keiner sieht. Warum? Weil hier 3 erwachsene Männer 3 Monate Essen bekommen. Die können davon so lange leben und essen, dass sie 3 Monate Essen haben. Jeder Mann 1 Monat. Was sagt Sarah? Was sagt Abraham, wenn du in mein Haus kommst, du hast noch nicht gearbeitet, du hast noch nichts geleistet. Wenn du erstmal da bist, es ist gesorgt. Sei erstmal hier, du bist erlöst. Und darum geht es bei dir, Erlösung ist es. Du musst dir keine Sorgen mehr für die Versorgung machen. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, sondern du bist erlöst, du bist versorgt. Heimlich. Aber die Arbeiter sehen es gar nicht. Und wenn du heute hier bist und Arbeiter im Leib Christi bist, im Vaterhaus bist und die Versorgung gar nicht siehst, ich sage sie, die ist heimlich da, du kriegst sie aber erst dann, wenn du sie brauchst. Sarah ist ja nicht mit 39 Kilo nach vorne gegangen und sagt, hier auf dem Kopf, hier mal 39 Kilo Teig. Das hat die ja nicht gemacht. Ich frage dich, wie würde dein Leben aussehen, wenn du in der Hitze deines Lebens in der Wüste unterwegs wärst, wenn du keinen Schatten hast, wenn du leidest, wenn du die Hitze des Tages, wenn du wirklich am Brüten bist, wenn du deine Verantwortung gar nicht mehr alleine tragen kannst, wenn du einfach nur Erlösung brauchst, wenn du sagst, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hier bin ich, nimm mein Leben, alles andere kannst du machen, ich krieg das sowieso nicht hin, erlöse mich. Und darum geht es hier bei diesem Text, um die Erlösung. Aber damit ihr nicht nur sagt, ja, Johannes, alttestamentlich und was hat das mit meinem Leben zu tun und was hat das alles damit zu tun? Es gibt im Hebräischen eine Taktik der Anspielung. Man nimmt im Neuen Testament einen Text, man sagt 2, 3 Aussagen und ein Bibelwissenschaftler oder ein Bibelgelehrter erinnert sich sofort ans Alte Testament. Wisst ihr, in Israel, in der Studienzeit war ich mal da, da ist es so, dass die Talmidim, die Schüler, lernen die Bibel auswendig. Sie müssen die 5 Bücher Mose auswendig lernen, bis sie 13 Jahre alt sind. Wenn sie es können, können sie den Rabbinerweg einschlagen. Wenn sie es nicht können, machen sie halt was anderes, heiraten zum Beispiel. Aber sie kennen die Bibel auswendig. Du sagst ihnen ein Wort, ich sage zum Beispiel Schlange, ihr wisst sofort Adam und Eva. Ich sage Arche, ihr wisst sofort Noah. Und so weiter. Und das Gleiche haben die jüdischen Kinder gelernt, damit sie sofort, wenn sie was hören, sofort wissen, okay, das kenne ich aus dem Alten Testament. Oder das kenne ich aus, oder ein Wort, das steht im 1. Buch Mose. Ah, nee, das 3. Buch Mose. Ah, das sind die Propheten. Die müssen die Bibel auswendig lernen. Und wenn sie das nicht können, der Rabbi fragt sie was, sie können es nicht sagen. Kein Rabbi, kannst du nicht kein Rabbi werden. Und auf der gleichen Tradition arbeitet Jesus. Und wir lesen Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis, sagt er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich
in 3 Scheffel, das ist die gleiche Maßeinheit. Die gleiche Maßeinheit, jetzt nur im Griechischen übersetzt. 3 Scheffel Mehl hineinmischte, also 39 Kilo hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Jesus geht zurück und sagt, das, was Sarah damals getan hat mit Abraham zusammen, Erlösung von Fremden, die unterwegs sind am Hitze des Tages, die für sich allein nicht sorgen können, wenn du sie reinholst in dein Haus, sie geben ihr Arbeitskraft ab, sie geben dir dafür die Macht über ihr Leben, dann wirst du erlöst. Und er sagt, das Gleiche ist im Reich der Himmel. Der Sauerteig ist dafür da, damit es kaubar wird, damit es weich wird, damit es schmackhaft wird. Und das erleben wir auch, eine Frau, die heimlich Mehl nahm. Es geht darum, im Reich Christi heimlich Menschen zu erlösen. Heimlich Menschen zu erlösen. Wisst ihr, als normaler Mann mag ich gerne wichtig zu sein. Ich mag es gerne auch zu sagen, ja, das hast du gut gemacht. Besonders, wenn meine Frau das sagt, weil das ist ja so selten. Die Männer wissen, was ich meine. Aber wisst ihr, dass Leute, die in der Heimlichkeit arbeiten, viel mehr leisten. Es gibt so viele Menschen hier in der Gemeinde, die wurden noch nie gesehen, was sie leisten. Noch nie. Nur Gott sieht es, was du tust. Und das ist auch der richtige Lohn. Das ist auch der richtige Weg. Und das ist Erlösung. Ich will dich heute herausfordern. Wenn du hier bist und gesehen werden willst, bitte lass ab, geh weg, lass nach. Wenn es darum geht, dass du in der Kirche Anerkennung bekommen möchtest, wirst du enttäuscht sein. Enttäuschung ist Ende von Täuschung. Du hast dich täuschen lassen. Ich will dir die Täuschung wegnehmen. Es geht hier nicht um dich. Sag mal deinem Nachbarn, es geht nicht um dich. Und jetzt glaube das auch. Es geht um Christus. Es geht darum, dass Menschen erlöst werden, dass sie reinkommen können ins Vaterhaus, alles aufgeben können und nur noch ihre Arbeitskraft sagen, ich bin für dich da, Christus, und alles andere machst du. Ich bin versorgt. Ich will dich fragen, wie sieht dein Leben aus, wenn du wirklich ins Vaterhaus kommen würdest, wenn du deinen Willen aufgeben würdest und sagst, Christus, du, nicht mehr ich. Christus, du bist verantwortlich für meine Schuld, du bist verantwortlich für mein Leben, du bist verantwortlich für meine Versorgung. Ich arbeite, ich mache das, was du sagst, ich eifer dir hinternach, ich mache das, was der Hausherr will, aber ich muss nicht gesehen werden, sondern der Hausherr, der ist wichtig, weil wenn ich weiß, dem Hausherr geht's gut, geht es mir schon lange gut. Kann das Lobpreisteam noch mal nach vorne gehen und ein Lied spielen? Ich möchte dir heute eine Aufgabe geben. Bring Menschen zurück ins Vaterhaus. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben, in deiner Bekanntschaft, die sind weg vom Vaterhaus, die sind weg von Christus. Dann fang an, heimlich etwas zu tun, fang an, heimlich zu beten. Sprech mit den Menschen, nicht offensiv. Es geht nicht darum, dass du gesehen wirst. Lad sie ein und führ sie zurück in das Vaterhaus. Weil wenn das passiert, wenn die Menschen zu Christus zurückkommen, auf einmal verändert sich was. Es wird einfach komplett verändert. Fang an, heimlich gute Dinge zu tun. Fang an, heimlich Menschen zu begegnen. Und wenn jemand vorbeikommt, ein Verlorener, jemand, der in der Hitze des Tages ist, es kann ja auch psychisch sein, es kann arbeitstechnisch sein, es kann wirklich auch körperlich sein, jemand, der in der Hitze des Tages ist, ein Gegenüber, den du siehst hier in Sigmaringen am Rumlaufen, lad ihn ein. Und fang an, heimlich aktiv zu werden. Nicht progressiv überall offen rumschreien. Darum geht es gar nicht. Sondern heimlich. Eine Studie aus der USA sagt, dass 99,1% aller Christen zu Jesus kommen durch Beziehungen. 99,1%. 0,9%, 0,03 kommen durch Träume, Visionen. Und der Rest kommt durch Straßenevangelisation. 0,05 sind das, glaube ich. Straßenevangelisation. Die Mehrheit kommt durch Beziehung. Und deswegen, wenn ihr das Lobpreisteam schon so ein bisschen im Hintergrund spielt, will ich dich jetzt hier einladen, wenn du hier bist und sagst, Johannes, heute möchte ich einen Bund mit Gott schließen und ich will anfangen, Menschen ins Reich Gottes hinein zu lieben, ins Vaterhaus zurückzuholen. Ich will heimlich aktiv werden, nicht gesehen werden. Ich habe für 39 Leute 39 Kilo Mehl. Du kannst gleich in der Zeit des Lobpreises nach vorne kommen und dir ein Kilo Mehl mitnehmen. Und dieses Mehl,
soll ein Symbol sein, dass du einen neuen Bund schließt mit Christus. Zu sagen, dass du aufhörst, offensiv zu sein, jeder muss mich sehen, sondern anfängst, heimlich gute Dinge zu tun, damit du gerecht wirst. Denn Gerechtigkeit heißt Gutes tun im Verborgenen, dass du nur Gott siehst. Und du nimmst dieses Mehl und backst zu Hause vielleicht ein Brot, vielleicht einen Kuchen, vielleicht, ich weiß nicht, einen Zopf. Was gibt es hier in Sigmaringen? Ich komme ja aus Kasachstan, bei uns gibt es Blinchiki oder Pilmeni, kannst du auch machen. Sagst du mir dann Bescheid, ich komme dann rum. Du nimmst das Mehl, backst das, gehst zum Nachbarn, gehst zu jemandem, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast, machst es fertig, machst es schön, backst was, machst Muffins, bringst hin, stellst vor die Tür, machst einen Zettel dran, schöne Grüße, Nachbarin Erna, Nachbar Kevin, Chantal. Und fängst an, heimlich etwas Gutes zu tun, ohne etwas zurückzuerwarten. Und ich sage dir, wenn du so lebst, werden Menschen erlöst werden. Es werden Menschen ins Vaterhaus kommen. Es werden Menschen von Christus berührt werden. Abraham sah Fremde und lief, obwohl er 99 war, obwohl er frisch beschnitten war, obwohl er ein Patriarch war. Und als Patriarch trägst du ein Gewand. Er darf gar nicht laufen, weil sonst sieht man seine Knöchel. Und die Knöchel in den arabischen Ländern ist eine erogene Zone. Ein Reicher schreitet, aber Abraham zieht sein Gewand hoch, zeigt sein Knöchel, läuft wie verrückt, weil er einen Verlorenen sieht. Ihr kennt das von dem verlorenen Sohn. Der Vater zieht hoch, ein Verlorener, ich muss laufen. Und ich bete für euch in Sigmaringen, dass euer Herz verändert wird, dass ihr so über die Verlorenen denkt. Ihr seht einen Verlorenen, auf einmal ist egal, was die Scham ist. Auf einmal ist egal, was die Leute denken, was Kultur, ganz egal. Heimlich etwas Gutes tun und die Menschen zu Christus führen. Mein Gott, ich danke dir dafür, dass du das hier in Sigmaringen freisetzt. Ich danke dir, mein Gott, dass du Herzen jetzt anrührst und dass du Erlösung neu schaffen wirst in dieser Gemeinde. Ich preise dich, du barmherziger Gott, der du Himmel und Erde gemacht hast, der du uns trägst und uns voranbringst. In Jesu Namen. Amen. Könnt ihr jetzt während des Lobpreiszeit nach vorne kommen und euch ein Kilo Mehl abholen?